Moin Moin, bei Senor Didi mit der Musik. Und wir haben eine Vorgesinnung gemacht, eine Tonleiter von den fünf harmonischen Molltonleiter-Typen. Ja? Und ich will jetzt diese Übung auch noch ein bisschen ja, steigern, so ich will mal zeigen, noch ins Folgendes. Diesen Typ, ja, den haben wir jetzt gelernt. Typ 1 G-Moll harmonisch. So haben wir auch die Dur-Tonleitern gelernt. Und so war alles in einer vertikalen Lage. Da sind immer entweder ein oder zwei oder drei Oktaven, zwei Oktaven so, ja. Und ich will das jetzt noch steigern. Das heißt also, diese Typen, die ich euch jetzt zeige, das sind ja fünf Stück. Ja, das ist jetzt G-Moll harmonisch. Und wie gesagt, wir haben fünf harmonische Molltonleiter-Typen wieder, wie im Dur auch. Aber die sind jetzt in harmonisch Moll. Und dann haben wir ja in der vorletzten Sendung gelernt, die Molltonleiter ohne Kreuz ist die reine natürliche Molltonleiter. Und mit diesen Kreuzen, dann wird dieser Ton, der G-Ton, um einen halben Ton erhöht. Das ist ein Gis, also Leitton, ne? Aber das muss man jetzt nicht so unbedingt wissen. Wir wollen ja nur Gitarre jetzt erstmal lernen, wie das praktisch funktioniert. So, und jetzt haben wir ja gelernt, letzte Sendung Typ 1 in G-Moll harmonisch. Ich werde jetzt jedes Mal bei jedem Typ, da haben wir jetzt noch vier Typen von, ja? Zeige ich das euch in einmal in vertikalen, in zwei Oktave oder eine Oktave. Und auch mal in der Longform, also im Englischen sagt man Longform, im Deutschen heißt es Langform. Das heißt, also diese Tonleiter, die spielen wir dann auch bis zum 12. Bund hoch, beziehungsweise hier bis zum 15. Bund, ja, dass wir wieder auf den G-Ton ankommen, aber dann in Longform, in der langen Form. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Die haben wir ja letztes Mal geübt, ja. Und dieselbe Tonleiter machen wir jetzt noch eine Oktave dran. Das sieht dann so aus. Ja, das ist also der Typ 1 G-Moll, den wir gerade gesehen haben, aber in Longform. Das heißt also, wie haben wir den 12. Bund? Ist ja E wieder, wie haben wir E? 12. Bund, wiederholt sich ja die Oktave. Und dann haben wir diesen G-Ton. Auch wieder hier, ja, E, G, 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 ne? So, und so wird die harmonische Molltonleiter in G, in Langform oder Longform, sagt man im Englischen, gespielt. Mit Fingersatz, also man muss sich wirklich jetzt an die Finger gewöhnen. Das heißt also, im Grunde lernt man jetzt auch Folgendes dazu. Wenn man diese Tonleiter spielt, eine Oktave, da muss man ja mit den Fingern weiterrutschen. Das heißt also, wenn man hier den zweiten und dritten hat, geht man wieder mit dem Zeigefinger hier hin. Und das nennt man dann Lagenwechsel. Das ist die zweite Oktave. Und dann macht man wieder einen Lagenwechsel von 4 nach 1. Und da muss man sich dran halten. Also an den Fingersitze, wie die Finger heißen, ja, Zeigefinger, Ringfinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleine Finger, ja, das sind die vier Finger. Da muss man sich erstmal schon mal dran halten und dann auch die Lagen wechseln. Wenn man jetzt hier auf dem dritten ist, zweite, dritte Finger, dann rutscht man wieder hier mit dem ersten Finger. Das sind Lagenwechsel. Vierte und dann geht man wieder dahin und das muss man sauber spielen. Deswegen machen wir jetzt die Langform auch gleich mit. Bei jedem Typ, den ich jetzt zeige, ist einmal vertikal und einmal Langform. Und dann lernen wir auch gleich die Lagenwechsel damit. Das haben wir in der chromatischen schon mal gelernt, wenn man chromatisch spielt, dass man mit dem Zeigefinger vor oder wieder zurück mit dem kleinen Finger. Ja, und das muss man sauber spielen. Also zwei Dinge muss man sich merken. Oder drei sogar. Fingersitze einhalten, wie das hier geschrieben ist. Dann die Lagenwechsel einhalten. Ganz wichtig. Und immer im Wechselschlag. Konsequent im Wechselschlag. Rauf, runter, ne?
Ob man jetzt viermal anschlägt oder einmal anschlägt, rauf, runter, konsequent Wechselschlag machen, ne? So, und das will ich jetzt mal machen. Heute machen wir den G-Typ. Das war ja jetzt letzte Sendung. Gehen wir mal ein bisschen weiter rüber. So. Das war letzte Sendung, ja, haben wir gelernt. In die Fingersätze. Und jetzt diesen selben Typ, den spielen wir jetzt bis hierhin und dann gehen wir weiter hier hoch. Und das ist die sogenannte lange Form oder Long Form vom Typ 1 G-Moll harmonisch. Ja. So, das ist heute meine Aufgabe, das zu üben. Und wer Interesse hat, der kann das mitüben. Also wie gesagt, an den Fingersätze halten. An die Lagenwechsel, wenn man hier auf zweiten, dritten ist, geht man auf den ersten Finger wieder. Erste Oktave, zweite Oktave, dritte Oktave. Ja? G, 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 alles grün ist das G, Grundton G, das ist der tiefe Grundton. Und man spielt dann wieder von nach oben und wieder bis zum Grundton runter. Ja? Und das zeige ich euch jetzt mal auf Gitarre, wie das gemeint ist. Das muss man wirklich konsequent spielen, einen Wechselschlag spielen. Und auch die Übergänge. Ich zeige euch das mal. Wie das gemeint ist, so, ne? So, dann schauen wir mal, ob wir das gebacken kriegen. Moin Moin. So, heute spielen wir den Typ 1. In G-Moll harmonisch in langer Form. Das heißt also, die vorherige Sendung haben wir geübt. Eine harmonische Molltonleiter. Erste Oktave. Eine Oktave bis hierhin, also es hat zweite, dritte Finger und setzen dann hier wieder gleich um. Zweite Oktave. Zwei Gangtonschritte. Umsetzen, so wie wir am Anfang war. Das war's. Das ist die Longform in G-Moll harmonisch. Ne, und dann spielt das auch dann nicht so schnell. Entweder mit einem Plektron oder man kann das auch wieder so machen. Ne? Aber konsequent immer. Dritte Finger. Ganz wichtig. Und dann, wenn man dann umsetzt, das ist die erste Oktave, dann rutscht man mit dem Finger, Zeigefinger so weiter. Ja? Vierte Finger, rutscht mal mit dem ersten hin. Zwei ganz schön. Das ist ja hier Tuschstrich wieder, da haben wir zwei Halbtöne. G. Wieder mit dem kleinen Finger. Und wieder den Satz haben. Durchspielen oder so. Das ist ja, ne? Bloß irgendwie machen das hier in Langform. Erst
erst runter üben, vertikal, wie in der vorigen Sendung, und dann macht man die Langform. Und entweder macht man das, wie gesagt, mit den Fingern, immer Wechselschlag machen. Man kann jeden Tag drei, viermal anschlagen oder einfach nur, wenn einer schon ein bisschen versierter ist, ja? Drei, vier, Wechselschlag. Dritte, vierte, zweite, dritte. Erste Finger, zweite, vierte, dritte, vierte, ja? Dann geht man. Vierte, zweite, dritte. Ganz wichtig. Weil man dann durchspielen kann. Die kommen immer wieder hin, in den Finger, ne? Wenn man die Langform spielt, dann geht man vom dritten Finger aus, rutscht man, wenn man das ansteht, schon mit dem Zeigefinger wieder rein. Die Oktaven spielt. Erste Oktave. Und wenn die zweite anfängt, lässt man den Finger so stehen, wie er ist. Zweite Oktave. Und dann geht man diesen Fingersatz, den man hatte, wieder dahin. Ne? Kann man am besten so üben. Erst eine Oktave. Von dieser Oktave wieder eine Oktave höher. Ja, und von diesem G aus geht man wieder eine Oktave höher. Das heißt also G, kleine Finger, und dann rutscht man hier. Ja? Das ist ganz wichtig, die Fingersätze einhalten. Wechselschlagübung konsequent üben, ganz langsam anfangen. Und dass man dann auch diese Lagenwechsel, das ist ein Lagenwechsel, sagt man dazu. Das ist ja eine Lage, und wenn man diese Lage jetzt wechselt, dann macht man das so. Auch in der Matte ist es einfacher, wenn man das so oder so spielt. Haltet euch echt da dran, das ist also wirklich nach der klassischen Form, was Leute, schon tausend Leute probiert und gemacht haben und die das dann auch geschrieben haben. Ne, das ist ja nicht von mir gemacht, sondern das ist ja im Grunde in tausend von Jahren entstanden, die Musik. Ja? Und diese Form, die ich euch zeige, das ist, habe ich schon tausendmal überprüft, auch in ganz verschiedenen Büchern und Medien. Und so wird das dann auch richtig gespielt, ja, auch wie ich euch das da aufschreibe. Immer dran halten, Fingersatz. Erste Oktave. Dann geht man vom dritten Finger, ersten Finger. Ne? Ne? Ringfinger, Zeigefinger, Finger. Kann man sich antrainieren, das sind die sogenannten Lagenwechsel. Der nächste Lagenwechsel. Ne? Zeigefinger, kleine Finger. Aber wenn man meint, man kann das ja so spielen. Nein, das, der Sinn der Sache ist ja dann, dass man dann hier. Ne, kann man natürlich besser und schneller auch spielen. Es gibt ganz viele Gitarristen, wenn man das beobachtet, die spielen nur mit zwei Finger oder drei Finger. Ganz klasse Musik, gar keine Frage, ja? Bloß sie sind eingeschränkt in ihrer Spielweise. Übt das so. Lagenwechsel. 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 Lagenwechsel.
Okay. So, dann gucken wir, wie viel Zeit ich jetzt noch habe. Das ist jetzt die G-Moll harmonisch in langer Form. So, das machen wir jetzt noch einmal. Also das ist jetzt das in der langen Form. Im Englischen sagt man Long Form. Ja. Die Fingersätze einhalten, erste Oktave. Geht man mit vom dritten Finger zum ersten Finger wieder über. Zweite Oktave. Ne? Dann kommt die dritte Oktave noch. Zweite, vierte. Zeigefinger. Kleine Finger. Und dann rückwärts wieder. Lagenwechsel, kleine Finger, Lagenwechsel. Und wie gesagt, also das ist von Tausenden von Leuten oder noch mehr, Millionen von Leuten, die haben das probiert und studiert und haben das alles entwickelt. Das ist ja nicht von mir, ne? Das ist ja im Grunde ja, in Jahrhunderten zurückgedacht. Ja? Das fing mit der Laute an und was weiß ich, was es noch für Instrumente gibt. Und das ist die beste Möglichkeit, das zu spielen. Ja, und das ist jetzt die lange Form. Wie gesagt, ich will das jetzt ein bisschen steigern auch noch. Dass man jetzt auch ein bisschen mehr noch lernt, ja. Also ist jetzt eine von den fünf harmonischen Molltonleitern. Von den Typen. War der Typ 1. G-Moll harmonisch. Dann kann man das sich immer dann nochmal merken hier. Ist diese Tonleiter. Die ist jetzt in A-Moll und wir haben die jetzt in G-Moll gespielt. Ne? Da gibt es jetzt fünf Typen von. Also, wir haben gelernt, diese in der vorletzten Sendung. Könnte man vielleicht ein bisschen gerader machen, so. Ja, das ist jetzt also zwei Oktaven. Vertikal auf der Gitarre geübt. Und wenn man das dann steigern will, dann kann man das denselben Typ spielen, aber in einer langen Form. Ja, dann bis zur dritten Oktave. Das ist eine Oktave, von hier Grundton, eine Oktave, zweite Oktave, dritte Oktave und wieder rückwärts. Wieder zum Grundton zurück. Ne? Mit dem Grundton anfangen und wieder zurück. Und das mache ich jetzt mit allen Tonleitern. Die nächste Tonleiter, die ich da mache, dann haben wir jetzt noch vier, dann mache ich die einmal vertikal und einmal in langen Formen. Und danach habe ich schon überlegt, was ich dann mache. Also ich mache das mit den modernen Tonleitern nicht, sondern wir machen dann, nach diesen fünf Typen machen wir dann die Blues-Tonleiter. Fünf Typen, hätte ja Sinn. Und die pentatonischen Tonleitern, auch in vertikaler Lage und in Langform. Ne? Da haben wir genug noch Material für Solo-Spielen. Bloß wir sind jetzt erstmal nicht bei der Moll, der Blues-Tonleiter und der pentatonischen, sondern wir sind jetzt bei der harmonischen Molltonleiter. Die fünf harmonischen Molltonleiter-Typen. Ja? Und das ist der erste Typ G-Moll, harmonisch, vertikal gesehen, zwei Oktaven. Man kann das jetzt auch hier so weiterspielen, auf einer Seite bis hierhin. Das wäre dasselbe, was wir hier spielen. Ja? Bloß richtig spielen macht man das in Longform so. Ja? So, jetzt zeige ich die nochmal. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Sendung. Ja? Ciao, ciao. Nächste Sendung kommt der Typ 2. Vertikal und in Longform. Ciao, ciao.